Aloha, hier ist Eva. Ich grüße euch von Kauai. Es ist ein wunderschöner Morgen hier. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, darüber zu sprechen, was du tun kannst, wenn dir um dich herum eigentlich alles gerade entspannt ist, schön ist und du dich trotzdem aber in dir anfängst, schlecht zu fühlen. Das kannst du machen, indem du nicht an dich glaubst, indem du dich fertig machst für dies oder jenes oder du einfach seltsame Gedanken gegenüber dir und deinen Mitmenschen auf einmal entwickelst, dich anfängst zu vergleichen. Und ich glaube, dass das, dass du da in dir ein Leiden produzierst, was mit dem gegenwärtigen Moment gar nichts zu tun hat, sondern mit einem Schmerz, den du vor langer, langer Zeit irgendwann mal erfahren hast. Und dieser Schmerz damals nicht gesehen wurde, nicht anerkannt wurde von deinem Umfeld. Und das muss doch nicht mal aus diesem Leben sein oder aus der Kindheit, wo die Eltern wieder an einem schuld sind. Das kann auch aus früheren Leben sein, wenn du daran glaubst, oder einfach auch so in diesem kollektiven Menschenbewusstsein, wo wir alle viel, viel Leid erfahren haben, wo wir als Hexen verbrannt worden sind, wo wir gefoltert worden sind für unseren Glauben, für unsere genialen Ideen und vieles, vieles andere. Und es gibt hier auf Hawaii ein altes Ritual zur Vergebung, das Ho'oponopono. Das heißt so viel wieder etwas richtigstellen. Und wenn es dir auch so geht, dass du weißt, du musst das Leid nur loslassen, das Leiden ist vorbei, aber es fällt dir so unglaublich schwer, es loszulassen, dann ist das vielleicht was für dich. Es gibt zwei Visionen von dem Ho'oponopono. Das erste ist, wo du in der Position bist, desjenigen, der um Vergebung bittet. Diese vier Sätze, die du da sprichst, die gehen so: Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich. Danke. Und nun ist es aber so, dass ich viele Menschen kennengelernt habe und auch Dinge in mir selber habe, wo es einfach mir schwerfällt zu vergeben. Das liegt oft daran, dass dieser Schmerz erstmal noch anerkannt werden muss, gesehen werden muss, bevor er gehen kann. Und dafür ist diese zweite Version, die aus den Sätzen besteht: Es hat wehgetan. Ich vergebe dir. Ich liebe dich. Danke. Mit "Es hat wehgetan" erkennst du an, dass da ein Schmerz war. Mit "Ich vergebe dir" holst du dir deine Kraft zurück, deine Ermächtigung, deine Würde, deine Power. Ich liebe dich. Damit öffnest du dich für das Einssein. Danke. Damit erkennst du an, dass deine Seele diese Erfahrung machen durfte und kannst sie loslassen. Und das Schöne ist dabei, oder das Einfache, es ist gar nicht so wichtig, dass du weißt, wem du da was vergibst. Du wirst in deinem Körpergefühl merken, dass es schon an der richtigen Adresse ankommt und dass du dir deine Kraft damit zurückholst. Das ist übrigens Emma Lailani. Emma Lailani ist seit 2,5 Monaten bei uns. Ja. Probier's mal aus. Und ich freue mich über Kommentare oder deine Erfahrungen damit. Okay. Aloha.